Wie unser Eiskunstläufer Robert bei dem großen Berliner Bären abgeschnitten hat, das erfahrt ihr jetzt hier. Gestern war das Kurzprogramm. Da gibt es einmal die technischen Punkte und einmal die läuferischen Punkte. Also einmal, welche Sprünge und Pirouetten man macht und einmal, wie schön man also über das Eis läuft. Und ob man, also die B-Note, ob man gute Armhaltung hat und schnell läuft, langsam läuft. Seit einer halben Woche wieder, weil ich eine Verletzung hatte, eine Überlastung der Achillessehne, und stehe auch immer noch unter physiotherapeutischer Behandlung. Die ist auch noch nicht ganz weg, die Verletzung, aber es geht. Ich bin auf dem Eis, habe sehr viele Sprünge aufgerissen und in den Ferien auch teilweise zu viel trainiert. Und nicht mehr meine Achillessehnenübung gemacht, die mir der Arzt gesagt hat. Und dann ist es halt wiedergekommen. Auf Land tut es noch weh, aber auf dem Eis behindert es mich nicht wirklich. Heute war das Kurzprogramm. Die Kühe war heute. Und die wird auch wieder aus der A- und der B-Note zusammengesetzt. Das Kurzprogramm ist kürzer, geht nur 2 Minuten 30 und hat 6 Elemente. Und die Kühe hat 10 Elemente und geht 3 Minuten 30. Ja, also meine Kühe war sehr gut, ich bin sehr zufrieden. Ich habe einen Sprung auf 2 Füße gemacht, aber das ist nicht so wichtig, den kann ich auch mal nicht so gut. Und sonst habe ich eine neue Bestpunktzahl insgesamt erreicht. Vierter geworden, weil die ersten drei sind doch schon sehr gut und springen auch Sprünge, die ich noch nicht beherrsche. Ja, ich bin sehr zufrieden, auch wenn es nicht für einen Treppchenplatz gereicht hat. Auch Vanessa und Nolan haben beim großen Berliner Bären teilgenommen. Wie der Wettkampf für sie verlief, das könnt ihr schon bald hier auf unserem Kanal erfahren. Dann mal bis dann.